Von hier aus begleitet ein Fußweg die andere Seite der Wallstraße. Achtung, nicht die Cordesallee überqueren. Er läuft bis zum nächsten Kreisverkehr. Kurz davor, noch vor dem kleinen Mausoleumsbau der Familie Stupakow, steht das hohe Marmorgrabmal des Kaufmanns Hünlinghoff von 1908. In dem großen Mittelfeld betritt der verstorbene Albrecht Hünlinghoff von links eine Stufenfolge, auf der ihn weiter oben eine lichte, junge Engelsgestalt mit einem Jüngling erwartet. Sozusagen zwischen den Wolken auf den Stufen der großen Himmelsleiter spielt sich damit eine rührende Wiedersehensszene ab. Der ein Jahr davor gestorbene 17-jährige Sohn wird dem gerade gestorbenen Vater zugeführt. Ein Engelschor in der Wölbung der großen Nische steuert die himmlischen Klänge dazu bei. Seitlich wird die beherrschende Szene von Nischen eingerahmt. In die linke ist eine Frauengestalt mit Kind eingestellt. Rechts steht ein muskulöser, halbnackter Mann, der sich auf einen schweren Vorschlaghammer stützt. Am Boden liegt ein Zahnrad. Liebe und Kraft sind die beiden Gestalten beschriftet. Auf Grabmalen früherer Zeit erscheinen die Toten entweder anbetend oder liegend im Todesschlaf. Hier aber steht der auferstandene und glückselig zum Himmel hinaufwandelnde Tote mit seinen höchst individuellen Wünschen und Gefühlen im Mittelpunkt der Darstellung. Formal befindet sich zwar noch der Engel, also ein göttlicher Sendbote, im Schnittpunkt des Bildfeldes, doch durch sein flaches Relief tritt er gegenüber den fast vollplastischen Gestalten des Herrn Hünlinghoff und seines Sohnes weitgehend in den Hintergrund. In seinem Aufbau entspricht das Grabmal einer Form, die man von Kirchenfassaden und Altarwänden gewohnt ist. Ein Portalaufbau bzw. ein Altarmittelblatt wird von seitlichen Nischen mit heiligen Figuren gerahmt, die durch ihre Attribute identifizierbar sind. Heilige und Märtyrer galten stets als Mittler und Fürsprecher zwischen Menschen und Gottes Allmacht, ganz besonders im Angesicht des jüngsten Gerichtes. Hier nun ist an die Stelle der Heiligen das allgemein Menschliche, das Gegensatzpaar Mann und Frau gesetzt worden, deren Attribute die zeitgenössische Arbeitsteilung widerspiegeln. Hier die fordernde Arbeit mit Werkzeug und Maschinen, dort Mutterschaft und Kinderaufzucht. Dabei wird zum Beispiel durch die der Mutter Gottes nachgebildete Frauengestalt auch wieder das Christentum zitiert. Aber der ganze Kontext ist, auch wenn in der Beschriftung Gottes Hilfe erwähnt wird, kaum noch christlich zu nennen. Der Himmel ist nicht mehr von Gott und den Heiligen bevölkert, dort wandelt jetzt die Familie Hünlinghoff und feiert fröhliches Wiedersehen. Damit ist dieses Grabmal zum Altar geworden, der der Verherrlichung der eigenen Familie dient. Auf der linken Seite des Kreisverkehrs zwischen Wald- und Kapellenstraße steht eine weitere Grabmalwand, die in ihrem weißen Marmorglanz nicht zu übersehen ist. Sie wurde für Eduard Lippert und seine Frau Marianne, geborene Zacharias, von den Rathausbaumeistern Haller und Geißler entworfen, während die Reliefs von dem Bildhauer Johannes Schilling stammen. Das Hauptrelief des Grabmals zeigt Eduard Lippert als Pilger mit einem Stab in der Hand. Neben ihm erscheint seine Gattin ebenfalls im antiken Gewand. Nach dem klassischen Vorbild griechischer Grabreliefs stehen beide in ruhiger Haltung und reichen sich die Hände. Durch ihre Kleidung sind sie aus dem alltäglichen Leben abgehoben. Allerdings sind beide lebensecht mit wilhelminischer Haar- und Barttracht porträtiert. Marianne starb 1897 erst 43-jährig. Ihre Ehe war kinderlos geblieben. Das Grabmal wurde kurz nach ihrem Tod errichtet. Trotzdem ist Eduard Lippert als derjenige dargestellt, der zu seiner letzten Reise aufbricht. Die beiden seitlichen Reliefs sind dagegen ganz der früh Verstorbenen gewidmet. Links steht sie im zeitgenössischen Kostüm in ihrem afrikanischen Garten und genießt den Duft einer Rosenblüte. Im Bildfeld daneben sitzt sie in einer offenen Veranda an einem Tisch und schreibt. Ein Bezug auf ihr Tagebuch aus dem Matabeleland, das sie nach der Rückkehr aus Afrika veröffentlichte. Rechts ist Marie Lippert im Kreise ihrer jungen Verwandten dargestellt. Daneben steht sie vor einer jungen Frau, deren Baby die Arme aus einem Karren hochreckt. Im Hintergrund ist das Waisenhaus zu erkennen, das sie zusammen mit ihrem Mann gründete.
Es gemahnt ein wenig an mittelalterliche Bilderlegenden aus dem Leben christlicher Heiliger, wenn hier auf einem privaten Grabmal in aller Ausführlichkeit Szenen aus dem Leben der Verstorbenen dargestellt und mit Texten kommentiert sind, die auf ihre Reinheit, Tugendhaftigkeit und Nächstenliebe hinzielen. Eduard Lippert, er lebte von 1844 bis 1925, übernahm zusammen mit seinen beiden Brüdern die väterliche Firma, in der mit Wolle gehandelt wurde. Sie stand bald am Rande des Ruins, der schuldige Bruder wurde von der Familie des Landes verwiesen. Ludwig Lippert übernahm die Firma in Hamburg, Eduard ging mit seiner Frau nach Südafrika. Er war übrigens ein Cousin des Hamburger Alfred Beit, der um die Jahrhundertwende durch den Besitz von Gold- und Diamantenminen in Afrika zum Millionär geworden war. Eduard erwarb von einem eingeborenen Häuptling die oberirdischen Nutzungsrechte an großen Ländereien. Doch der britische Diamantenkönig Cecil Rhodes machte ihm das Land streitig, weil er sich an dem gleichen Gebiet alle Rechte unter der Erde eingehandelt hatte. 1892 einigte man sich darauf, dass Lippert seine Konzession gegen einen Millionenbetrag an Rhodes verkaufte. Lippert kehrte nach Hamburg zurück und erwarb in Poppenbüttel das Gut Hohenbuchen, wo er als Wohltäter bekannt wurde. Durch die Inflation verlor er fast sein ganzes Vermögen und starb kurz darauf. Auf dem runden Platz davor, der ehemals für eine Kapelle geplant war, steht heute ein kleines Gebäude, an dem sich, wie bei der Frage nach Kunst oder Kitsch, die Geister scheiden können. Sieben helle Betonböden umgreifen teilweise einen dunklen Kubus, in dem sich zwei Grabkammern befinden. Eine Blickachse in Ost-West-Richtung geht durch den gesamten Bau. Die offene Gestaltung erzeugt Ein- und Ausblicke und lässt Raum für Interpretation. Die hellen Bögen werden zum Kubus hin immer schmaler und könnten so die sieben Lebensphasen des Menschen symbolisieren, die am Ende des Lebens immer kürzer werden und zum Tod hinführen. Der Architekt Ulrich Garbe schreibt dazu, Zitat, Leben und Tod werden durch unterschiedliche Farben und Gestaltungen dargestellt. Ein Teil der hellen Betonbögen ragt über den dunklen Kubus hinaus. Tod und Leben sind untrennbar. Der schwere dunkle Kubus erhält durch die Auflösung des filigranen hellen Baukörpers und die zum Kubus hinzunehmende Lichtfülle im Inneren einen hoffnungsvollen Gegensatz. Fällt Licht durch die Spalten in den Gartenhof, entstehen intensive geometrische Schattenbilder. Jetzt lässt man das Lippert-Grabmal links liegen und folgt der Waldstraße bis zu der nächsten Wegkreuzung. Dort biegt man links ein. Linke Hand auf der Ecke liegt das Grab der Familie Held. Kronos, der Gott der Zeit, thront als bärtiger, nackter Mann mit großen Flügeln auf einem Felsen. Er wurde im Jahr 1904 von dem uns schon bekannten Bildhauer Fritz Behn geschaffen. Folgt man dem Weg weiter, so kommt man links an der Grabstätte der Familie Oetling vorbei. Diese Plastik wurde schon 1897 von dem Münchner Bildhauer Heinrich Überbacher in weißen Marmor gehauen. Danach folgt in kurzer Entfernung auf der rechten Wegseite das eindrucksvolle Grabmal der Familie Scharlach von Arthur Bock, das jetzt von der katholischen Brüderschaft von 1673 in Patenschaft übernommen worden ist. Ein großer Findling bildet den Hintergrund für eine Figurengruppe. Ein Engel mit langen Flügeln führt einen halbnackten Pilger. Er weist ihm mit ausgestreckten Armen den Weg in die unsichtbare Ferne, und der Pilger folgt ihm mit seiner wie tastend ausgestreckten Hand. Dabei blickt er zu dem göttlichen Boten auf, der sich zu ihm herabbeugt und mit einem Stirnkuss ihren Bund besiegelt. Todesengel und Sterbende auf ihrem Weg in eine jenseitige Welt scheinen uns hier zu begegnen. Der Weg führt jetzt geradeaus auf die Teichstraße, von der man nach links über die Kapellenstraße den Ausgang erreicht oder nach rechts am Nordteich eine Busstation findet.